So, guten Morgen, neuer Tag und es ging natürlich wieder zeitig los. Wir sind gerade ja wieder unterwegs und 6.30 Uhr sind wir heute schon abgeholt worden. Genau, und diesmal geht es aber ein bisschen entferntere Tempel zu besuchen. Und deswegen sind wir heute mit dem Auto unterwegs. Es würde nämlich ewig mit dem Tuk-Tuk dauern. Und hoffen wir, dass es heute auch wieder so gut klappt, dass wir dann in die Tempel immer gehen, wenn es nicht so voll ist. Mal schauen. Genau, jetzt wird gerade noch aufgetankt und gleich geht's los. Genau. Und hier an der Straße in dem kleinen Dorf ist auch eine Hochzeit. Schon so früh am Morgen. Hi, my name is Sarak. I'm also a tuk-tuk driver and a car driver. And I'm kind of like guiding people too. So now we're going to see Ban Thi Thret, which is the most beautiful temple from Angkor complex. Especially the color of the temple, it's red or pink. Let's go ahead. Let's go. And you too? Genau. Genau, wir gehen jetzt zu dem Tempel, der heißt übersetzt Frauentempel, weil es da ganz viele tolle Hufe ist, ein Hund, der mir ganz hinten über den Weg läuft. Ganz tolle Frauenschnitzereien wohl gibt. Und die schauen wir uns jetzt an. So, wir sind hier auch die allereinzigsten Touristen hier in diesem Tempel. Wir werden nur von dem Hund begleitet und sonst ist hier keiner, außer noch ein, zwei Leute, die hier ein bisschen fegen. Also der Tempel macht in 10 Minuten auch auf, aber auf dem Parkplatz stand nur ein weiteres Auto und die kommt dann bestimmt auch erst eine Viertelstunde hier an. Hier sieht man diese ganz tiefen Schnitzereien in diesen Stein richtig gut, wenn man hier so ganz nah rangeht. Das sind übrigens Affen dort. So, diese ganzen Gravierungen, die ihr hier seht oder die auch gerade hinter mir sind, man weiß gar nicht genau, wie die überhaupt entstanden sind oder wie überhaupt damals die Leute diese Gravierung so tief, vor allem in den Steinen, und so detailliert machen konnten. Es ist bis heute nicht nachgewiesen, wie das funktioniert. Es wurden keine Hammer oder keine Werkzeuge gefunden. Also bis jetzt ist es noch ein Mysterium. So, jetzt kommen auch langsam die anderen Touristen. Hier sehr schön, eine Reisegruppe, alle mit grünen Hüten. Findet man auf jeden Fall alle wieder. Sind wieder jetzt zurück im Auto. Ist gerade meine Frühstücksbox, beziehungsweise schon fast leer. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Tempel. So, wir sind jetzt angekommen beim nächsten Tempel. Der heißt Beng Milje. Und sind schon ein paar Reisebusse vor uns da, aber noch nicht so viele, 2 Stück. Gehen jetzt auch gleich mal hier in den Tempel rein und schauen uns das an. Übrigens, der Name, der heißt übersetzt Lotusblume. Ist hier alles schon ganz schön zerfallen. Also man sieht hier überall diese riesengroßen Steine rumliegen. Und auch immer Bäume dazwischen, die ganzen Felsen auseinandersprengen ein bisschen. So, auf den Hauptweg, da sind jetzt gerade ein paar chinesische Reisegruppen. Und deshalb gehen wir jetzt hier einen sehr individuellen Weg von unserem Guide irgendwie quer in diesen Tempel. Nur die besten Wege hier. Ja, sieht ganz offiziell aus, dieser Weg.
übrigens der einzige Tempel hier, der nicht restauriert wurde, wie man sieht. Wir laufen jetzt hier quasi quer durch den Tempel und wir sind hier ganz alleine, während hier oben eine Aussichtsplattform ist von dem offiziellen Weg, wo die ganzen großen Reisegruppen langlaufen. Und wir sind ja quasi bloß zu zweit mit unserem Guide. Wir können jetzt auch hier lang gehen und das ist viel ruhiger. Eigentlich super. Von hier hat man einfach einen viel besseren Blick. Wow, es sieht so gut aus. So schön. Schaut mal da hinten. So ein richtig verwunschener Tempel. Jetzt Chris. Nicht so elegant, aber raufgekommen. Bitte brich dir nicht in den Brücken. Gib mir Mühe. Oder du machst einfach das Faultier. Ich mach das Faultier. Sind jetzt ein paar Meter vom Tempel weggegangen und hier liegen überall diese riesen Felsen. Das ist alles der Sandstein, der damals genutzt wurde, um diesen Tempel zu bauen. Und jetzt ist hier auch so eine Art Fluss entstanden, denn wenn man die ganzen Felsen oder Teile der Felsen wegbewegt hat, ja, war dann halt ein Loch da, was sich jetzt einfach mit Wasser gefüllt hat. Wir waren gerade bei so einer kleinen Aussichtsplattform hier auf den Tempel und da wurden wir von ein paar Chinesen überfallen. Erst haben sie noch selber von sich Bilder gemacht, dann sollte ich von den Bildern machen. Und plötzlich hatte ich links und rechts schon einen Chinesen neben mir und dann waren es plötzlich 10 Stück oder 9 Stück. Es wurden irgendwie immer mehr, mussten noch die anderen Deutschen mit dran, die da gerade oben auf der Aussichtsplattform waren. Ja, haben wir ein paar Bilder wieder gemacht gemeinsam und jetzt geht's erstmal wieder zurück. Schon lustig. Jetzt geht es gleich weiter und jetzt geht es zu der Floating Village. Also es ist eine Stadt, die ja komplett auf Stelzen steht, weil der Regenzeit eben total wassergeflutet ist. Und jetzt ist aber Trockenzeit, das heißt, wir müssen die Häuser auf sehr hohen Stelzen sehen. Der Guide versucht uns beizubringen, wie die Stadt heißt, aber wir können es nicht aussprechen. Ja, Kompong Kliang. Oder so ähnlich. Also hier wird der Fisch getrocknet, damit er dann auch länger hält und man den quasi auch in der Trockenzeit essen kann. Aber wenn jetzt wieder die Regenzeit kommt, da wird hier überall wieder Wasser hingespült mit zahlreichen neuen Fischen und da sind wieder frische Fische. So, wir kommen jetzt auch gleich zum See, aber hier am See oder kurz vorm See ist ja auch noch so ein kleines Floating Village und direkt neben mir befindet sich auch die Schule, die natürlich auch auf solchen kleinen Plattformen gebaut ist. So, unser Fahrer liegt jetzt in der Hängematte, putzt sich aus, aber wir haben einen neuen Steuermann gefunden. Genau, ich fahre jetzt mit der neuen Captain. Hallo Ahoi. Captain Franzi. Tatsächlich ist hier so ein Autolenkrad drauf und auch so eine Kupplung wie beim Auto. Also dürfte es eigentlich relativ leicht sein, das zu bedienen. Aber er hat einen Zündschlüssel rausgenommen. Deswegen kann ich nicht wegfahren. Ich würde gerne mal ein paar Runden drehen. Das ist bestimmt nicht so schwer. Also zumindest hier auf dem großen See, wo nichts links und rechts ist, wo ich gegenfahren kann. Übrigens hat uns vorhin unser Guide erzählt, dass der Tonle See, also der, auf dem wir jetzt gerade rumschippern, dass das der größte See in Südostasien ist, also zumindest ein Süßwassersee. Also es sieht schon groß aus, also man sieht hier nicht überall ein Ende. Kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Chris hat jetzt seine Drohne ausgepackt und lässt sie mal fliegen. Bin gespannt, wie es von oben aussieht.
So, sitzen jetzt wieder im Auto, hatten jetzt eine schöne Bootstour und haben das eigentlich alles ganz gut angeschaut. Alles sieht wirklich interessant aus. Und jetzt geht's erstmal zurück Richtung Siem Reap. Mal schauen, ob wir noch was finden, wo wir anhalten können. So, wir haben jetzt hier noch einen kleinen Tempel auf dem Rückweg gefunden, der heißt Preco. Und ja, sieht eigentlich ganz nett aus, sind drei solche kleinen Türme, die noch ganz gut erhalten sind. Das heißt Gott der Kuh oder Kuhgott oder so. So, nochmal von der anderen Seite. Das kleine Mädel hat mir gerade einen Affen gezeigt. Das sind ganz schön aggressive Affen, nachdem das Kind die schon so verärgert hat. Das hat sich Franzi kurz erschreckt. Weil der Guide einen Ast nach mir geworfen hat und ich dachte, es ist ein Affe. Oh, die sind ganz schön aggressiv, die kamen gerade auf mich zugerannt und wollten meine Kamera klauen. Man musste richtig verteidigen mit Füßen und Händen hier. Puh. Also leg mich nicht mit denen an. Böse Affen. So, das war jetzt erstmal genug Abenteuer. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück, waren ja immerhin auch, glaube ich, 10 Stunden oder so, die wir jetzt unterwegs sind. Und gucken mal, was wir so zu Abend essen, aber keine Ahnung, ob wir da nochmal in die Pub Street gehen von gestern oder ob wir jetzt einfach nur ein bisschen entspannen. Auf jeden Fall macht sich das echt bemerkbar, 2 Tage dann relativ früh aufzustehen, aber es hat sich auch echt gelohnt. Und morgen geht es dann ein bisschen später los, ist auch ganz nett, aber trotzdem auch sehr lange. So, letzter Tempel für heute, deshalb klettern wir natürlich nochmal hoch. So, Chris hat mich ausgetauscht. Er kann so einen Löwen widerstehen. So, das war's vom letzten Tempel. Jetzt geht's zurück. Denn heute ist Tempeltag Nummer 3 und jetzt geht es wieder in Richtung Angkor Wat bzw. die Tempel, die da noch alle in der Umgebung liegen. So, erster Stopp, Thar Saum Tempel. Genau. Amen. Wieder mit Tino. So, dieser Tempel jetzt hinter uns hat die Besonderheit, dass das hier quasi eine Kombination aus dem buddhistischen und auch aus dem hinduistischen Tempel ist. Man sieht hinter mir diese 5 Türme, die ganz bekannt sind für die hinduistischen Tempel. Aber am Eingang waren die 4 Gesichter, die halt den Buddhismus symbolisieren. Die können wir euch vielleicht am Ende nochmal zeigen, wenn wir wieder rauslaufen. Das ist halt hier die Besonderheit. Unser Guide hat uns auch gerade erzählt, dass bis vor 2 Jahren noch die ganzen Angkor Wat-Anlagen von so vietnamesischen Unternehmen verwaltet wurden. Das heißt, das Geld kam ja auch gar nicht an in dem Land selber in Kambodscha. Und aber seit 2 Jahren ist es glücklicherweise wieder so, dass zumindest ein Teil des Geldes auch an das Kinderhospital geht oder auch an arme Familien und so weiter. Ist zwar wahrscheinlich immer noch nicht so, wie es sein sollte, aber ein Schritt in die richtige Richtung. So, wir sind auf dem Weg zum nächsten Tempel. Und irgendwie haben ein paar Leute hier ihren Hut verloren. Schaut mal, wie viele Kleeblätter hier das gibt mit 4 Blättern. So, wir sind jetzt schon wieder beim nächsten Tempel und haben aber kurz vorher noch diese Wasserbüffel gesehen im Hintergrund und wollten die euch auch noch mal kurz zeigen. Die sehen echt cool aus.
sind jetzt hier am Preakan-Tempel, oder so ähnlich wird es bestimmt ausgesprochen. Schauen wir jetzt auch gleich mal rein, hier direkt am Start, beziehungsweise an der Eingangsmauer ist auch wieder so ein Baum zu sehen, der schon wieder an diese ganzen Steine oder durch die Steine schlingelt. Sieht aus, als ob es gleich alles zusammenbrechen würde. Stand auch gerade ein Asiate, der hat seinen Kopf hier so drunter gestellt. Sah ein bisschen merkwürdig aus. Kannst mal versuchen nachzumachen. So hat er sich fotografieren lassen. Die Buddha-Figuren gerade eben sind auch ein gutes Beispiel wieder dafür, in den Zeiten, als der Hinduismus überwogen hat, dass man einfach diese Buddha-Statuen genommen hat und einfach so verändert haben mit dem Bart drumherum, dass es wieder so aussieht wie die hinduistischen Götter. Dein Kopf passt da nicht rauf. So, jetzt sind wir durch den Tempel durch. Jetzt geht's auf der anderen Seite wieder zu unserem Tuk-Tuk. Mal suchen, dass wir es auch wieder finden. Ich auch. Ja, Franzi kommt natürlich auch mit. So, nach dem ganzen ersten Tempel geht es jetzt erstmal essen. Und wir sitzen jetzt hier so in einem kleinen Restaurant, aber hier in der Gegend sind die Preise ja, doch ein bisschen höher als in der Stadt. Aber ja, wenn man mal nachfragt oder länger rauszögert, das zu bestellen, dann fällt auch plötzlich der Preis. So war das auch. Erst alles, was wir jetzt hatten, $3 teurer. Jetzt ist es akzeptabel. Es ist immer noch ein bisschen teurer als in der Stadt, aber ist okay. Na dann, mal schauen, ob es schmeckt. So, wir stehen jetzt hier am nördlichen Eingangstor zur City Angkor Thom. Und das ist eine große Stadt, wo früher 1 Million Leute gelebt haben. Jetzt sind da drin mehrere berühmte Tempel, zum Beispiel der bekannte Bayon-Tempel, den wir uns gleich anschauen. Und markant hier für das Tor sind wieder die 4 Gesichter von Buddha. Die typische kambodschanische Kleidung. Oder die traditionelle. So, gestern hat der Guide ja noch gesagt, es gibt keinen Beweis für einen Hammer, wie das hier, diese Gravierung gemacht wurde. Hier ist der Hammer. Den haben sie auch hier gefunden gehabt. Und auch solche kleinen Meißel haben sie aus Eisen gehabt. Und dann haben sie hier einfach angesetzt. Und dann so leicht draufgehauen oder ein bisschen Donner, je nachdem wie viel sie wegmachen wollten. Und so konnten sie das hier schnitzen. Wenn es ein bisschen leichter sein sollte, so dickere. Und das ist Holz. Holzhammer einfach nur. Und dann kann man das ganz leicht machen. Gestern wusste ja auch nicht Sarah ganz genau, wie das funktioniert mit den Löchern. Hier ist das nochmal gut dargestellt. Also man hatte diese Steine genommen und mit dem Hammer quasi hier ein Loch reingeschlagen. Dann hat man einfach Holzstäbe genommen und hat sie hier reingedrückt. Dann kam Wasser oben drauf, sodass sich das Ganze auch ausdehnt, das Holz. Und dann ist das Holz auch richtig fest. Also man kann es wirklich nicht bewegen. Und es geht auch nicht nach oben raus. Und dann kann man das Ganze mit Seilen und anderen Sachen fixieren. Zum Beispiel, wenn man das jetzt hier bewegen will. Und dann muss man hinten drauf drücken. Tino macht das gerade. Und dann kann man hier das Ganze hin und her bewegen. So, wir stehen jetzt vor dem Bayon-Tempel. Das ist auch einer der bekanntesten hier. Und den gucken wir uns auch gleich an. Aber kurz nochmal zu der Restauration. Wir hatten ja vorhin erzählt, dass diese ganzen Eintrittsgelder an die Regierung gehen. Aber die Restauration bezahlen sie davon größtenteils nicht. Sondern das machen meistens andere Länder. In dem Fall ist es zum Beispiel Japan, die die Kosten dafür übernimmt. Gestern haben wir auch einen Tempel gesehen, wo China bezahlt hat. Ich weiß auch nicht, was mit dem Großteil des Geldes dann gemacht wird. Aber zumindest wird es nicht in die Restauration gesteckt. So, hinter mir ist jetzt auch der Bayon-Tempel. Und das ist der jüngste Tempel hier in der Angkor-Area. Das heißt, der wurde quasi als letztes gebaut von diesen ganzen Tempeln, die wir jetzt heute oder die letzten Tage gesehen haben. Aber der Zustand, der ist schon ein bisschen eher schlechter als bei den anderen Tempeln. Denn damals wurden viel kleinere Steine benutzt, als zum Beispiel bei Angkor Wat. Da waren das richtig große Brocken. Und ja, dadurch sind schon viele Wände oder Türme leider ein bisschen zerstört. Ja? Und
hier sieht man übrigens auch wieder diese vielen Gesichter, die in vier Richtungen schauen. Das ist auch wieder typisch buddhistisch. So heiß. Übrigens sind das hier 54 verschiedene Türme, wo jeweils diese vier Gesichter drauf sind, die ihr gerade gesehen habt. So sieht es jetzt im Inneren des Tempels aus und wir mussten das erste Mal auch die Schuhe ausziehen, was ja hier in Kambodscha nicht so üblich ist. Das kennen wir von Myanmar viel. Ja, weiß nicht warum, aber haben wir gemacht und so sieht es dann aus. So, letzter Tempel für heute, Bapyeon. Geht's jetzt hin? Es geht hier über so einen langen Weg. Ja, direkt zum Tempel. Mal schauen, wie er aussieht. So, wir sind jetzt auf der Rückseite von dem Tempel. Und wenn man genau hinsieht, sieht man hier eine Buddha-Figur, eine liegende Buddha-Figur. Da von links ist der Kopf. Das sind zu den Füßen. So, und jetzt klettern wir nochmal gleich hier diese ganz steilen Leitern nach oben und schauen mal, ob es da oben noch was gibt. Fast oben. Ich glaube, es ist noch eine Treppe nach oben. Ja, kommt noch mal was auf uns zu, glaube ich. Vor allen Dingen mit meinem Sarong ist es mal gar nicht so einfach, dass ich nicht auftrete. Also wir sind jetzt so weit hochgelaufen, wie man laufen kann. Es geht da noch ein bisschen weiter hoch mit einer Leiter, aber die ist abgesperrt. Also. So, gucken wir mal, was wir sehen. Gar nicht, wie warm heute ist, so weiß ich nicht, 37 Grad oder so. Ist auf jeden Fall Wahnsinn. Also während des ganzen Reisens in den letzten Monaten kam es mir selten so heiß vor, kann aber auch an der hohen Luftfeuchtigkeit liegen. Aber wollen wir uns mal nicht beschweren, weil heute früh war alles wolkig und jetzt ist immerhin die Sonne da. So, verlassen wir jetzt mal den Tempel und gehen wieder zurück zum Tuk-Tuk und zu Tino. Also ganz schön steil hier. Auf dem Weg zu unserem letzten Punkt für heute. Jetzt geht es nämlich nochmal auf den Aussichtspunkt, denn wir müssen ja, wenn es warm ist, immer auf irgendeinen Gipfel laufen. So, hier kann man sogar mit dem Boot ein bisschen lang fahren und schippern. Wir sind jetzt hier auf diesen kleinen Berg geklettert, auf den Pompaknem-Tempel. Das ist irgendwie ein komplizierter Name. Ich glaube, wir blenden das jetzt auch mal kurz ein. Aber auf diesen Tempel kann man hochklettern. Es sind auch maximal 300 Personen zugelassen. Kriegt man so eine Karte und von oben kann man den Sonnenuntergang anschauen. Aber die Sonne geht auf der einen Seite unter, wo man überhaupt keine Tempel sieht. Also man sieht bloß den Dschungel, ein bisschen Wasser im Hintergrund. Ich habe es mir gerade mal angeschaut. Also ich finde jetzt nicht so besonders, aber jetzt, 2 Stunden vor Sonnenuntergang, sitzen da schon über 100 Leute mit Schirm da oben, hauptsächlich Asiaten, ein paar Europäer und warten jetzt auf den Sonnenuntergang. Aber wir gehen mal noch ein Stück weiter, denn hier soll noch ein Viewpoint sein, wo man Angkor Wat sieht. Ist bestimmt sehenswerter, als jetzt hier 2 Stunden bei 36 Grad in der Sonne zu braten. So, da hinten sieht man schon Angkor Wat, aber wir schauen mal, ob man noch ein bisschen besser rankommt. Also hier ist noch nicht der Viewpoint, aber man sieht es eben schon ein bisschen.
Wir haben jetzt irgendwie festgestellt, dass wir den falschen Weg gelaufen sind. Der heißt hier Elephant Path. Und hier kommen tatsächlich auch noch Leute mit Elefant vorbei. Ja. Genau, wir wollten eigentlich zurück zu dem richtigen. So, da hinten sieht man den auch wieder, den Angkor Wat. Aber er ist ganz schön weit weg von hier, muss ich sagen. Also man sieht ihn zwar schon, ich habe jetzt rangezoomt, aber ich habe es mir ein bisschen näher vorgestellt. So, jetzt geht's wieder zum Hotel. Genau. Hi, welcome to Cambodian Towers. This is great, Francie. So, the last trip in front of the hotel, and I would like to say bye-bye from Cambodians. From Siem Reap, hope to see you again. Bye-bye.